Moin, Mario hier. Willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Willkommen bei Marios Schiffsmodellbau. Ja, kommt nicht oft vor in letzter Zeit, dass Mario an Schiffe bastelt. Und ja, und dann geht es auch gerade nur um die Metallbismarck, wo auch nur geschraubt wird. Aber ja, die anderen Schiffe, die werden auch noch kommen. Keine Sorge, Hans-George. Bismarck, Ausgabe 57, ist heute dran, wie beim letzten Mal schon erwähnt. Das wird heute eine etwas längere Liaison. Also stellt euch darauf ein, dass das Ganze hier etwas länger dauert heute. Käffchen, Kaltgetränk, wie auch immer, Schnittchen, sind alles keine schlechten Ideen. So. Holt euch das Ganze mal schon und dann schauen wir uns die Teile an und auch ins Heft. Mal gucken, was es da so schönes Neues gibt. Und ja, legen wir los. Heute gibt es viel zu tun. Halten wir uns ran. Oder ja, wie sagt man immer, es gibt viel zu tun. Warten wir es ab. Heft 57. So, heute gibt es eine etwas längere Bauanleitung, ihr seht das schon. Und wir wollen heute viel machen. Aber jetzt erstmal nochmal ein bisschen Bismarck-Geschichte. Unter eigenen Dampf heißt die Kategorie. Die Bismarck im Fahrwasser der Elbe, aufgenommen am Nachmittag des 15. September 1940 in Hamburg. Hier ein paar Kilometer weiter. Die Bismarck vor Blankenese, am Heck die beiden Schlepper Seefalke und Seebär. Und ich meine, ich weiß aber nicht, ob das derselbe ist, müsste ich nochmal bei der Stiftung Hamburg Maritim nachschauen, auf der Webseite, dass es den Seefalken noch gibt. Dass der, glaube ich, dass es ein Museumsschiff ist. Und jetzt wäre natürlich die Frage, wenn der das Alter hat, dann hat er auch die Bismarck auf Position gehalten in der Elbe. Na? Und das ging dann los in die Ostsee, um dann ja, Erprobung zu machen, um alles, was theoretisch geplant ist, gewesen ist, ob das dann auch alles in der Praxis so funktioniert. Hier nochmal. Oh, da muss ich einmal so gucken. Die Bismarck am späten Nachmittag, des 15. September, nach der Kollision mit dem Kopfschlepper. Eieiei, hat er den weggerammt. Und die Bismarck am Abend des Auslauftags auf der Brunsbüttler Reede vor Anker hier. Ja, aber der schwimmt ja noch. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich kann das gar nicht sehen. Was war dann vorhin? Seefalke und Seebär. Kopfschleppe, aber jetzt weiß ich nicht, ob das Seefalke heißt. Das kann man jetzt schlecht erkennen. Das kann man jetzt schlecht erkennen. Wir haben ja noch mehr Lupen. Ja, vielleicht weiß das einer von euch. Nee, das heißt irgendwas Atlantis. Ich hätte jetzt gesagt, Schlepper Atlantis. Folgenloses Malheur. Nee, Atlantik. Ach, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Hier steht es da noch drin. Folgenloses Malheur. Naja, gut. Was haben wir hier? Am 16. September macht die Bismarck Dampf auf zum Eintritt in die Brunsbüttler Schleuse. Feierlicher Akt zur Grundsteinlegung für den Bau des Kaiser-Wilhelm-Kanals im Sommer 1887. Ach so, die Dings-Schleuse in Kiel-Holtenau. So, was gibt das hier? Von der Tann. Von der Tann. Die Legende der Kriegsschiffe. Die von der Tann wird im August 1912 vom Zeppelin Luftschiff Hansa überflogen. Auch ein schönes Bild, ne? So, was hier? Liegt hier was auf dem Kopf? Hier liegt einer auf dem Kopf. Das gehobene Wrack von der Tann Kiel oben im Hafen Rosett, wo es wenig später abgewrackt wird. Ja, nicht schlecht, die Schlepper. Und dann haben sie sich da hier eine Hütte raufgebaut. Jo. Gut.
Oh, das ist dann schon Schluss. War das hier Ende in Scapa Flow? Nach dem Waffelstillstand? War das das oder war das das nicht? Ich weiß es nicht ganz genau. Alles gut. Jetzt hat er gedacht und gesabbelt und ja, das war nicht so, gerade nicht so passend. Also egal. Ich schneide es nicht raus. In der nächsten Baufolge, in der 58, bekommen wir einen Schwenkmotor, ein Zahnrad, eine Abdeckung, ein Kabel und eine Kabelmarkierung. Ne? Also das erwartet uns dann in Ausgabe 58. So, nun geht das los und wollen wir uns ja auch mal die Teile ankicken. Weil da ist eine Menge. Und zwar legen wir los, kommt ein MA-Turm. Und zwar links, weil hier links drauf steht. Hier steht ein L drauf. Die beiden Teile gehören dazu. Hier haben wir die Geschützrohre. Hier ist ein Fussel dran. Den entfernen wir gleich mal. Sieht auch schick aus. So, dann bekommen wir ein Zahnrad in einem schicken Blau. Kann man vielleicht jetzt gar nicht so richtig sehen. Dann bekommen wir zwei Artilleriezielsäulen und 6 Scheinwerfer-Richtgeräte. Also hier eine Menge Kleinteile. Ja, also ich hätte es gut gefunden, wenn wir die in der letzten Ausgabe gehabt hätten. Meine Meinung. Aber wer hört schon auf meine Meinung? Dann haben wir Plattform- und Antennenspreizen. Hier haben wir dann ja, ein paar Kleinteile, die wir ein bisschen biegen und ankleben sollen. Ja, so ist das. Manchmal haben wir ein bisschen mehr und manchmal ein bisschen weniger. Dann kriegen wir hier einen Endschalter. Aha, hier bewegt sich das so. Einmal hier ist Ende, einmal hier ist Ende. Ja, mal gucken, wozu der dann dient. Dann eine Kabelmarkierung. Und wir bekommen eine Platine. Vorsichtig rausholen. Das ist sicherlich wieder eine Testplatine, möchte ich mal behaupten. Und dann hier FP, BP und HP Schrauben. Gut. Ach, alles fällt sonst wohin. Dann brauchen wir, ja, laut Anleitung brauchen wir erstmal einen Aufbau. Den holen wir uns dann erstmal hierher. Und dann brauchen wir einen Kleber, so wie ich das sehe. Kleben Sie eine der beiden Artilleriezielsäulen. Also brauchen wir noch ein bisschen Kleber. Und dann einen Bastelseitenschneider, ne, um die Teile abzuschneiden. Brauchen wir auch einen Schraubenträger, aber später erst. Aber Kleber brauchen wir auf jeden Fall. Gut, legen wir los. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Und ja. Ja, jetzt haben wir ja von der Sache her das Riesendeck, das Riesenvorderdeck hier auf dem Tisch. Und als erstes die Artillerie-Zielsäulen. Ja, das sieht hier so aus. Davon gibt es nur 2. Ich habe jetzt schon die Teile alle abgeschnitten. Jetzt habe ich das Ganze mal in Sekundenkleber getaucht. Und diese Artillerie-Zielsäule, die kommt hier hin. So, mit der Tür nach vorne. Ja, so sieht das aus. Geht das noch ein bisschen gerade? Oder nicht? Oder doch? So, auf der anderen Seite genauso. Die haben wir ja nun Gott sei Dank schon gleich hier da. So, siehst du wohl. Zack, erste Aufgabe erledigt. Und jetzt kommen diese anderen Nupsis alle 3 Stück auf jede Seite. Dann haben wir hier noch 1, 2, 3 Löcher. Die anderen Nupsis heißen Scheinwerferrichtgeräte.
Scheinwerfer-Richtgeräte. Jetzt muss ich noch mal gucken, wie rum das Ganze ist. Die Schrägen zeigen nach hinten. Hier so sehen die aus. Vielleicht kann man ja... Ne, wird so nix. Und die Schrägen, die müssen nach hinten zeigen. Also spannen wir uns das so ein. Die kleinen Zapfen einmal in Sekundenkleber eintauchen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. So, dann sollte man das auch treffen. So, nochmal gucken, ob das richtig rum ist. Ja. Also so soll das Ganze dann ran. Vielleicht kann ich das hier bei denen hier ein bisschen besser zeigen. Das sind ein Haufen Kleinteile, ne? So, und einer kommt dann in das noch verbleibende Loch auf der Backbordseite. So. Sieht doch gut aus. So, die Steuerbordseite mache ich eben alleine. Dann hole ich hier, schneide ich die Teile hier alle raus, biege ich das zurecht, was da zurecht gebogen werden muss. Vielleicht brauchen wir gar nicht rausschneiden. Vielleicht kriegt man das Ganze auch einfach rausgedreht. Das ist ja bei diesen Teilen, geht das ja ganz gut. Zack, schon raus. Ne? Hier. Kann man sehen. Einmal rausgedreht. Fertig. Sieht auch ordentlich aus. Gut, ich mache das hier auf der Seite jetzt die anderen Scheinwerfer-Richtgeräte und dann werden wir mal die Teile rausholen und auch Einbau bereit machen. Ja, wie ihr seht, seht ihr nichts. Ausgabe 57. Steht hier drauf, Issue 57. Alle Teile rausgeholt, die kann man alle schön rausbrechen. Das erste Teil ist hier die eine Plattform. Da sollen die beiden Seiten hochgeknickt werden anhand der Falz. Oh, ging auch ganz leicht. Dafür nutze ich gerne immer hier so eine Biegezange. Und das gleiche müssen wir jetzt hier auch noch machen. Und zwar ist das hier die Plattform B2 zur Hand. Die sollen wir uns zur Hand nehmen und die Seiten sollen rechtwinklig nach oben gekantet werden. Und zwar sind hier, ich weiß gar nicht, ob man das richtig sehen kann, ja, Falzlinien, sage ich jetzt mal so, Einkerbungen. Da an der Stelle wird das dann hochgebogen. So, dann kann man das schön einmal anhalten. Das geht hier bei der Reling ganz leicht. Also wirklich vorsichtig und nur einmal, bloß nicht hin und her. Nicht, dass das Ganze dann, ja, wegbrechen kann. So, dann haben wir hier noch die kleinen Nupsis, die aufgestellt werden müssen. Ja, der eine hat noch keine 90 Grad. So. Das sollten wir tun. Ganz richtig ist die Reling noch nicht. Ein bisschen noch nachbiegen. So. Und dann... Ja, toll. Jetzt haben wir das Ganze gebogen. Jetzt sollen wir die Teile hier nehmen. Und zwar sind das die Antennenspreize. Und da machen wir dann hier an diese Nupsis hier. Kommt dann ein bisschen Kleber ran. Und dann werden die reingesteckt. Das muss ich mir erstmal angucken. Werden die hier von unten reingesteckt. Das ist natürlich schön, wenn man das jetzt von unten noch reinstecken muss. Muss ich erstmal genau eruieren, wo. Aha. Und zwar sind hier... Oh Mann, wie soll man das bloß zeigen? Hier unten... Ja, da sind zwei Löcher drin und da soll das dann rein. Das mache ich ohne Kamera. Das geht bloß nachher was schief,
weil wir müssen jetzt hier ganz vorsichtig sein. Wir haben hier so viele Kleinteile dran, ne? Nicht, dass hier irgendwo irgendwas kaputt gehen kann. Und das wollen wir ja überhaupt nicht. Gut. Oder wie mache ich das? Da, ha, hier ist, das muss ich jetzt gleich mal gucken. Hier ist schon eine Reling eben abgefallen. Also die hat nicht lange geklebt. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo die dran war. Junge, Junge, da geht das schon wieder los. Ach, auf der Seite. Naja, ich habe ja Kleber gerade da. Ist das ja alles nicht so tragisch. Ist das ja alles nicht so tragisch. Machen wir gleich mal was ran. Und versuchen mal eine Schnellreparatur zu machen. Ja, so kann es gehen, ne? So kann es gehen. Ah, Scharte wieder ausgewetzt. Gut. So, machen wir hier mal Kleber ran an die Antennenspreizer. Und versuchen die mal. Packt euch bloß die Teile ein bisschen wieder vernünftig beiseite. Nicht, dass ein Unglück passiert. Dass man da... Ja, das ist gar nicht so einfach. Weil jetzt bräuchte ich eine dritte Hand, die da einmal gegendrückt. Oder ich muss das nicht mit Pinzette machen, sondern mit dem Wurstfinger. Das geht ja vielleicht dann auch. Ja. Also das wäre vielleicht besser gewesen, wenn wir das hätten einmal vorher getan. Bevor wir das Ganze so... Naja, gut. Dann darf man da auch nicht gegenkommen. So, wenn das jetzt immer zu runterfällt, ist das auch nicht so vom Vorteil. Weil dann schmieren wir überall Kleber hin und das wollen wir ja dann auch nicht. Naja, jedenfalls hält das noch nicht gleich so, wie ich das gerne möchte. Die anderen drei mache ich dann aber eben allein. Auf jeden Fall ist das Teil jetzt dran, ne? Hier, da könnt ihr das sehen. Da! Da ist es dran, ne? Ja, sieht auch ordentlich aus. So, die anderen drei mache ich eben allein und dann gucken wir weiter. So, jetzt soll dann doch erst die Plattform ran, aber man weiß gar nicht, wie man hier ankommen soll. Ich habe mich dann jetzt entschieden, den Aufbau nach vorne zu kippen, damit ich hier ankomme, um ja, das erste Teil Plattform anzukleben. Hat auch ja, funktioniert. So, die zweite, ja gut, da sind jetzt, da kommen jetzt die Zapfen mit zum Einsatz, die beiden kleinen, die wir hochgedreht haben. Und man kann dann auch ein bisschen auf die Fläche geben von dem Sekundenkleber. Ja, nur mal gucken, ha! Wie wir das jetzt hier hinkriegen. Ich wollte eben schon ja, mit dem Gesicht arbeiten. Mit allem, was wir haben. Wir geben alles. So, und dadurch, dass das ja Löcher sind, kann man das einigermaßen austarieren. Und vielleicht im Nachhinein, so ein bisschen versuchen festzuhalten, noch ein bisschen die Reling nachzubiegen. Na, geht. So, hier haben wir die Plattform dann dran. Ne? Und zwar da, da. So, und jetzt fehlen noch, was habe ich gesagt, die nächsten beiden Antennenspreizer. Und die kommen hier unter ran. Also
Da machen wir das dann genauso. Ich brauche noch ein bisschen Sekundenkleber. Doch nicht ganz gereicht, was ich mir vorbereitet habe. So. Einmal einditschen. Und dann ran damit. Oder wieder abgehen. Ja, vielleicht ist der Sekundenkleber dann schon leicht angetrocknet, dann geht das ein bisschen besser. Hier unter sind noch mehr Löcher. Nicht, dass da nachher noch irgendwann später noch was anderes rankommt. Also mit links ist das nicht so, so eine Sache hier. Das ich krieg das mit links gar nicht so gut. Aber mit rechts kam ich da ja gar nicht richtig hin. Ja, manchmal machen wir schon ganz schön Verrenkungen als, ja, als Modellbauer. Gut. Noch ein bisschen randrücken, aber nicht so schief werden. Eben war der zu 99% auf Position und dieses 1% wollte ich noch, dann rutscht er wieder raus. Ja, so können wir das gelten lassen. Also die machen hier ganz schön was mit uns, aber wir haben es bald geschafft mit diesen kleinen Teilen. In dieser Ausgabe, ne? Weil kommen ja das kommen ja noch einige mehr. So, mit dem zweiten hat er gleich ein bisschen besser geklappt. So. So ist auch nicht wieder irgendwas abgegangen. Nein. Also die Antennenspreizer. Ich weiß gar nicht, kann man das sehen? Sind jetzt hier dann auch dran, die Plattform ist dran, die Antennenspreizer nach vorne sind dran. So. Oh, jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut und dann werden wir an diesem kleinen Geschütz weitermachen. Nee, ihr wollt doch das Modell sehen, nicht mich. Das sieht jetzt mal Butter bei die Fische. Das sieht doch, also ich finde das klasse. Ich finde das echt klasse. Die Idee, wie man das gemacht hat. Mit Metall und Plastik und so für jedermann quasi. Ne? Also mir gefällt's. Fummelitis ist erstmal vorbei, hoffe ich. Na, mal gucken. Also, jetzt bauen wir das kleine Geschütz zusammen. Ja, nun kommen wir dann doch nochmal zum Schrauben. Als erstes werden die Geschützrohre in den umgedrehten MA-Turm. Was heißt MA? Eine Frage an euch, an die Spezialisten. Ich bin ja nur ein Schiffbauer und kein Geschützingenieur. So, also auf jeden Fall sollen wir die Rohre, die Geschützrohre in den umgedrehten Geschützturm reinlegen. Jetzt muss ich gerade mal eruieren, wie rum. Denn das ist... Nee, das ist alles gleich. Das ist gleich. Also es ist egal wie rum. Das legen wir hier einfach rein und in die Wiege hier reingelegt, damit sich das Ganze nachher schön bewegen kann. Dann die Grundplatte. Auch die hat hier eine Wiege, hier Aussparung. Und das Ding kommt dann ganz normal einfach so rum, raufgesteckt. Und siehe da. Ja, kann man schön bewegen und das Ganze wird jetzt von der Unterseite, wir dürfen schrauben mit einer BP-Schraube zusammenschrauben. Zack, erledigt. Und nun brauchen wir wir brauchen das
mittlere Deck. Hier haben wir das. Hier wollen wir die Summung rausnehmen. Und zwar kommt das auf die Backbordseite hier raufgesteckt. So, gesehen habt ihr gar nichts. Also kommt hier auf der Backbordseite vorne raufgesteckt. Hinter dem Turm Bruno quasi. Und von unten kommt dann das Zahnrad ran. Da müssen wir dann gucken. Also bewegt sich das nachher auch noch. Also jetzt mal vorsichtig umdrehen. Ja, muss ich jetzt ja das quasi festhalten, den Geschützturm. Und hier haben wir eine besondere Stelle. Hier haben wir nämlich einen Zapfen. Hier haben wir eine kleine rechteckige Aussparung. Nicht da, wo die Schraublöcher sind, sondern hier. Da. Und das soll, so soll das nämlich dann darauf. Doch, passt auch. Und dann passen die Löcher auch alle ineinander. Und was haben wir jetzt? Wir brauchen FP-Schrauben. Und ich habe die Tüte noch gar nicht aufgerissen. Also die Tüten lassen sich Gott sei Dank relativ leicht aufreißen. So, dass wir dann erstmal eine hier anschrauben. Jetzt kann der Geschützturm nicht mehr weg. Es empfiehlt sich trotzdem dann immer wieder weiter von unten ihn festzuhalten. So, und jetzt hier sind nämlich zwei Zapfen dran, ne? Und das ist dann sicherlich dann nachher, ja, wo der Endschalter dann nachher reagiert. Also hier kann man bewegen, das kann man auch sehen jetzt anhand der Zapfen. Der MA-Turm ist drauf. Oh, jetzt kommen wir, oh, wir bleiben so. Und zwar brauchen wir jetzt den Endschalter. Das Kabel versehen wir vorher selbstredend mit der Kabelmarkierung B15. Und zwar hier so schön am Ende. B15. So. Hier haben wir das. Und nun kommt das Teil dann ja hier rein. So rum reingesteckt. Und da sind wir schon am Anschlag. Und dann funktioniert das nämlich so. Einmal Endschalter, zweimal Endschalter. Endschalter. Ja, funktioniert gut. Aber wir brauchen noch eine HP-Schraube. Eine H mit Hütchen. HP-Schraube. Hütchen P, Hütchen Plastikschraube. Die kommt dann hier rein und hält den Endschalter dann auf Position. Auch unterhalten, ne? Nicht, dass sich das Ganze so doll durchbiegt. So, dann haben wir nochmal Funktionsprobe. Also kalte Funktionsprobe, ne, mit dem Endschalter, dass das Ganze funktioniert. Und jetzt geht das los. Jetzt geht das los. Ich hole jetzt, brauchen wir die kleine Platine hier und die Batteriebox, die wir schon mal bekommen haben. Da werde ich dann erstmal Batterien reinmachen und dann können wir mal anfangen zu testen. Und zwar nicht hiermit. Das Aufbaudeck kommt wieder weg. So, liebe Leute, nun geht die Testphase los. Erst noch mal eine Stärkung nehmen, ein Schlückchen. Und zwar sollen wir, ich habe das schon mal ein bisschen vorbereitet, sollen wir die Batteriebox nehmen,
407, das heißt aus Ausgabe 4. Und wir sollen die Platine nehmen, hier steht auch Bismarck-Motortest, steht hier drauf. Und zwar ist das dann die Platine 406, die Testplatine. Und dann als erstes werden wir die beiden E-Messdrehhauben testen. Und zwar fangen wir an mit B18. Und dann schalten wir mal ein. Und es dreht sich. Die Kamera nicht zu sehen. Jetzt hört es auf. Jetzt fängt es an. Habe ich einen Wackelkontakt gehabt oder? Ja, also irgendwo scheint hier ein Wackelkontakt zu sein. Mal gucken, dass wir ein bisschen vernünftige Position erreichen. So. Gut, also die erste Funktion nopelt. Also er hat die Batteriebox, die hat irgendwie, weiß ich nicht, einen Wackelkontakt. So, jetzt kommen wir zur zweiten Messhaube. So, Kabel rein und on. So, funktioniert nicht. Irgendwas ist hier mit den Stecker. Ich mache das mal aus. Also bewegt hat er sich das eben. Und zwar ist hier der Stecker lose gegangen. Also der war eben 3 Kilometer weg. Bestimmt beim Rausziehen vom Stecker. Also muss man alles ganz schön festhalten. Also war nur der Plastik, alles andere war geblieben. Und wir sehen, die dreht auch. Also das war dann der Wackelkontakt. So, mal gucken, dass ich eine vernünftige Position bekomme. Ja, so lassen wir das. So, dann haben wir das getestet. Jetzt wollen wir ja Licht testen. Das war jetzt hier zum Motortest. Jetzt wollen wir ja Licht testen. Und dafür brauchen wir dann die... Leider gehen die Stecker ganz schön schwer zusammen und schwer auseinander. Dafür werden wir dann diese Testplatine nehmen, die wir heute in der Ausgabe bekommen haben. Oder die wir heute in der Ausgabe gemacht haben. Hier steht drauf, Bismarck LED-Test. Steht hier dann auch drauf. Für alle, die schon mal voreilig waren und sich die LEDs zerschossen haben, hier die Platine ist für den LED-Test. So, wollen wir mal gucken, wollen wir hoffen, dass bei mir alles gut geht. So, den haben wir schon mal dran. Und jetzt B9. So, bei dem Getüdel, das ist dann auch ganz gut, dass dann überall die Kabelmarkierungen dran sind. Also ihr seht, die sind wirklich wichtig. So, mal schauen, wie rum das Ganze hier reinkommt. B9. Ne, so rum kommt das nicht. Doch, das muss so rum rein. Sonst gehen die Kontakte ja nicht. B9. B9 soll sein. Der Scheinwerfer soll leuchten. Also hier, dieser hier oben. Bam! Er leuchtet! Er leuchtet! Da, er leuchtet! Aus! An! Aus! An! Aus! Das können wir jetzt stundenlang so... Nein, machen wir aber nicht. Also, der Scheinwerfer leuchtet auch. Wir können bloß nicht... Also, naja, gut. Welche können das bestimmt, ich nicht. Die dann ein bisschen Ahnung haben. So, B9. Jetzt haben wir B8. Ne, wir machen erstmal B5. Ist das grüne Seitenlicht. B5. Wo hast du dich versteckt? Hier. B5 ist dann die Steuerbord. Oh, und wie schön. Aber ohne Quatsch jetzt, wie schick das leuchtet. Das kommt auf der Kamera gar nicht so rüber. Ey, geil. Das Grün. Das sieht schön aus. Oh, ich finde das ja klasse, dass das geht. So,
vorsichtig jetzt an die Antennenspreizer gegengekommen. Sie haben so gerade angeklebt. B6 ist dann das rote Seitenlicht. Oh, mit dem Stecker, ne? Das ist ja, also ich teste das hier nicht nochmal. Das sage ich jetzt schon. Oh. Und ich habe hier Angst, dass hier was kaputt geht. So, B6. Das rote Seitenlicht. Das seht ihr schon eher als ich. Oh, es leuchtet. Und auch so schön. Oh. Als nächstes kommt B7, das Brückenlicht. Oh. Alter Verwalter. B7, wo bist du? Hast du dich versteckt? Jawohl, hat sich versteckt. B7, jetzt kommt auf der Brücke, wird das Licht angemacht. So, gucken wir mal. Und ich finde das gut. Und ich sag mal so, ich habe ja nur jetzt einiges erwartet, weil man gesagt hat, das scheint alles durch. Woanders kann ich nichts von sehen. Schönes Brückenlicht. So, dann das nächste Licht der Admiralsbrücke. Und B9 hatten wir ja schon. B8, die Admiralsbrücke. Hier ist B8. Und dann haben wir eigentlich alles geschafft. Dann haben wir alles geschafft. Mal gucken, wie das jetzt gleich auf der Admiralsbrücke ist. Boom. Auch hier leuchtet alles. Na gut, da scheint jetzt nach oben hin was durch. Vielleicht ist das denn nicht ganz vernünftig zusammengesetzt. Aber sonst, da könnt ihr jetzt ein bisschen sehen, wie es da durchscheint hinter der Reling. Boah, aber das macht nichts. Ist das schön. Es funktioniert. Und jetzt hätte man eigentlich kleine Figuren da oben in der Admiralsbrücke stehen haben müssen. Da kann man nämlich richtig schön reingucken. Oder vielleicht kann man nachher von draußen einen hinstellen. Eine Figur. Ha! Wunderbar. Also, es funktioniert alles. Das ist für mich wichtig. Es hat alles geklappt. Ihr seht, wenn man lange genug wartet, dann kommt das zum richtigen Test und dann funktioniert auch alles. Ne? Also, wunderbar. Ausgabe 57 dann tatsächlich geschafft. Ja, Gott sei Dank, alles funktioniert. Super, ich freue mich. Finde ich klasse. Gemacht haben wir heute, ne, hier diesen MA-Turm. Den haben wir hier schon mal positioniert, festgemacht. Da kommen noch ein paar mehr von. Welche zeigen ja nach vorne, welche nach hinten. Nachher mit den Geschützen. Also das wird nachher nicht motorisch funktionieren, die Geschütze sich zu bewegen. Die gehen ziemlich schwer, also da müsst ihr aufpassen, weil die sind sehr filigran vorne. Aber ja, das haben wir schon mal gut geschafft. Und dann haben wir hier einige Kleinteile. Die Antennenspreizer, die haben es in sich, also die sind sehr filigran, hält alles. Und dann haben wir den Funktionstest gemacht. Wir haben die Batteriebox angeschlossen, die Testplatinen einmal, ne, steht ja sogar drauf, habe ich heute auch zum ersten Mal gesehen, dass das hier drauf steht, für die Motoren, die wir damals seinerzeit in Ausgabe 4 bekommen haben. Und dann die hier für die LEDs. Hier die Admiralsbrücke, ich habe das noch angelassen. Ich finde das schön, wenn das so leuchtet. Obwohl das ja kein Ausflugsdampfer ist. Ne? Aber das gehört eben auch mal dazu für dieses Modellspielzeug, sage ich jetzt mal, oder Spielzeugmodell, dass da dann auch ordentlich was passiert. Und wir sehen ja wirklich, wenn wir hier unten gucken, also hier kommen noch Motoren eingebaut und hast du nicht gesehen, ohne Ende. Also da wird nachher ordentlich Musik sein drauf, auf unser Bismarck. Ja, wunderbar, Ausgabe 57 dann doch geschafft. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt gewesen ist. Ja, hat eine ganze Weile gedauert, aber vielen, vielen Dank, dass ihr so lange dabei geblieben seid.
Freut euch auf 58. Was war da jetzt? Ach ja, da kommt ein Motor. Also ich denke mal, da kommt hier dieser Motor hier ran. Und dann vielleicht testen wir das Ganze ja sogar. Mal gucken. Wir haben ja hier eine Platine für Motorentest. Jetzt sind wir ein bisschen schlauer, wenn man sich das mal alles ordentlich anguckt und ordentlich durchliest. Dann sieht man das Ganze. Wie gesagt, freut euch, wenn es wieder weitergeht. Vielen, vielen Dank. Entschuldigung. Fürs Einschalten und ja, hiermit bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kicken wir wieder in. Feuer frei! Tschüss, tschüss!